Wenn du wissen möchtest, wie du deine zusammenfassende Meldung bei Elster Online abgeben kannst, dann solltest du dieses Video unbedingt anschauen, denn wir gehen das einfach mal Schritt für Schritt gemeinsam durch. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und du musst als Selbstständiger, wenn du Geschäftsbeziehungen hast mit anderen Unternehmen aus dem EU-Ausland, ja eine zusammenfassende Meldung abgeben. Das wissen viele Unternehmen gar nicht und du solltest darauf unbedingt achten, was das genau ist, die zusammenfassende Meldung, wann die abgegeben werden muss, an wen und so weiter. Dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Also wenn dieses ganze Thema zusammenfassende Meldung für dich komplett neu ist, dann schau erstmal da vorbei. Wenn du das Video aber geschaut hast oder auch sonst weißt, was die zusammenfassende Meldung ist, jetzt aber wissen willst, wie um Himmels Willen gibst du sie denn ab und wie machst du das denn eigentlich, dann habe ich gute Nachrichten, denn wir gehen das Ganze einfach mal Schritt für Schritt gemeinsam durch. Um die zusammenfassende Meldung abzuschicken, gehen wir natürlich erstmal bei Elster Online rein und loggen uns ein. Das heißt, wir sind jetzt hier auf meiner Startseite von Elster Online. Und dann gehen wir auf die linke Seite einmal auf Formulare und Leistungen und können hier anklicken Alle Formulare. Da siehst du quasi alle Formulare und alles, was du mit Elster Online machen kannst und damit natürlich auch die zusammenfassende Meldung. Die zusammenfassende Meldung hat immer was mit der Umsatzsteuer zu tun. Das heißt, es sind ja Umsätze innerhalb der EU. Das heißt, zusammenfassende Meldung ist eine Regelung aus dem Umsatzsteuergesetz und hat auch was mit der Umsatzsteuer zu tun. Das heißt, ich gehe hier auf Umsatzsteuer und welche Überraschung, ich finde hier die zusammenfassende Meldung. Dann wird mir im nächsten Schritt schon einmal gesagt, wann ist das eigentlich interessant für mich? Wann muss ich das eigentlich tun? Und zwar muss ich erstmal Unternehmer sein. Bin ich, ist okay. Dann brauche ich außerdem erstens eine steuerfreie innergemeinschaftliche Warenlieferung, irgendein Verkauf von Waren oder und eine innergemeinschaftliche sonstige Leistung. Das ist schon gleich so ein bisschen Behördendeutsch. Was ist eigentlich eine sonstige Leistung? Im Umsatzsteuergesetz gibt es eigentlich zwei Arten von Leistungen. Und zwar sind es einmal Lieferungen und Lieferungen sind Warenverkäufe und das zweite sind sonstige Leistungen. Und sonstige Leistungen kann man umgangssprachlich schon irgendwie mit Dienstleistungen übersetzen. Das heißt, entweder verkaufst du Waren oder Dienstleistungen. Und wenn du das EU-weit machst, dann ist die zusammenfassende Meldung für dich richtig. Es gibt hier noch einen dritten Punkt, Leistung im Sinne des § 25b Absatz 2 Umsatzsteuergesetz. Das hat auch was mit Warenlieferung zu tun. Ehrlicherweise, das sprengt diesen Rahmen halt vollständig. Aber wenn du Freiberufler bist und in erster Linie Dienstleistung machst, kannst du dir merken, okay, du solltest dich auf jeden Fall mit dem Thema zusammenfassende Meldung beschäftigen. Und dann gehe ich auf weiter. Das Schöne hier ist jetzt, ich sehe gleich als erstes die Auflistung aller vergangenen zusammenfassenden Meldungen, die ich abgeschickt habe über Elster Online und ich kann hier einfach die Daten übernehmen. Und das ist relativ praktisch, weil es übernimmt auch meine Adresse, mein Name, meine Umsatzsteueridentifikationsnummer, alles aus dem Vorquartal und so häufig ändert sich mein Name und meine Adresse ja nicht. Und das spart mir doch erheblich Zeit, indem ich einfach das Vorquartal kopieren kann und dann einfach nur noch die Umsätze anpassen kann. Und das ist auch der Grund, warum wir das machen. Wir können natürlich auch neues Formular anlegen. Das heißt, hier unten könnte ich auch auf ohne Datenübernahme fortfahren klicken, ist aber mehr Arbeit. Ich spare mir gerne Arbeit. Deswegen klicke ich bei der letzten zusammenfassenden Meldung einfach auf Übernehmen. Dann übernimmt er die Daten und ich kann mit der Dateneingabe beginnen. Und dann sehen wir im nächsten Schritt die Detailansicht von der zusammenfassenden Meldung. Und da sind so zwei Menüpunkte besonders interessant. Und zwar einmal hier oben gibt es drei Reiter, einmal in grün, blau und grau. Und zwar erster Schritt ist die Eingabe. Das heißt, in diesem Schritt gibst du deine ganzen Daten ein. Der zweite Schritt ist das Prüfen. Das heißt, in diesem Schritt prüft das System tatsächlich nochmal, ist das irgendwie logisch, was du da eingegeben hast? Oder kann es da irgendwelche noch Fehler geben? Und dann kriegst du Hinweise oder Fehlerhinweise. Und der dritte Schritt ist, da kannst du es dir dann auch alles nochmal anschauen, was du eingegeben hast und dann klickst du einmal auf Versenden. Und wenn du zum Beispiel beim Überprüfen merkst, ah, da ist noch ein Fehler drin, dann kannst du hier einfach in den anderen Reiter gehen und auf die Eingabe klicken und dann änderst du die Angaben einfach. Was außerdem interessant ist, und so sind übrigens alle Elster-Formulare aufgebaut, ist, dass du hier links noch einmal so einen runden Button hast und da siehst du quasi die Menüstruktur von dem Formular. Und das ist bei der zusammenfassenden Meldung, Gott sei Dank, muss man sagen, relativ übersichtlich. Das heißt, wir haben eine Startseite des Formulars, wir haben Angaben zum Unternehmen, also zu dir oder zu mir jetzt in meinem Fall und zweitens die Meldung der Warenlieferung oder sonstigen Leistungen, aka Dienstleistungen. Genau da könnte ich auch hin und her springen, aber wir gehen das einfach mal Schritt für Schritt durch. Und zwar Meldezeitraum. Ich habe jetzt übernommen das vierte Quartal von 2021, möchte jetzt aber natürlich das nächste Quartal machen, und zwar das erste Quartal 2022. Im nächsten Schritt muss ich angeben, ob es eine berichtigte Meldung ist. Es kann ja sein, dass ich mal was mache und dann fällt mir ein, ach Mist, ich habe einen Fehler gemacht. Dann kannst du hier auch einfach das nochmal kopieren und hier einfach sagen, einmal berichtigte Anmeldung und dann schickst du es einfach nach und dann weiß das Finanzamt, okay, das ist eine berichtigte Anmeldung, kein Stress. Hier gibt es noch ein paar Einstellungen, die lasse ich erstmal weg. Das ist ehrlicherweise wahrscheinlich für 98, 99% für euch irrelevant und
bevor ich jetzt das Video 2 Stunden mache und euch alle tierisch langweile, konzentriere ich mich auf die Punkte, bei denen ich mir sicher bin, dass es für die meisten von euch relevant ist. Damit ist quasi die Startseite schon fertig und im nächsten Schritt geht es dann um die Angaben zum Unternehmen. Und dann das Wichtigste, was bei dir im internationalen, also EU-weiten Dienstleistungsverkehr und Warenverkehr notwendig ist, das ist deine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Wenn du keine Umsatzsteueridentifikationsnummer hast, dann kannst du auch keine zusammenfassende Meldung abgeben. Du solltest aber unbedingt eine haben. Wenn du keine hast, schau dir bitte unbedingt das Video an, was ich dir oben rechts einmal verlinke. Da zeige ich dir nämlich Schritt für Schritt, wie du eine Umsatzsteueridentifikationsnummer beantragen kannst. Hier musst du sie eingeben ohne DE. Das ist immer die Nummer, die mit DE anfängt, also mit so einem Länderkürzel, also in Deutschland DE für Deutschland, anfängt. Das DE musst du hier aber nicht eintragen. Das heißt, du trägst ja wirklich nur die Nummern ein. Und dann fehlen hier die Adressdaten, also Name des Unternehmens, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und so weiter. Das sollte alles jetzt kein Riesengeheimnis sein und kannst du in der Regel auch aus dem Vorquartal übernehmen. Und auf der nächsten Seite wird es dann interessant, denn da musst du deine Dienstleistungen und Warenverkehre quasi angeben. Und das ist ehrlicherweise für so ein Steuerformular ziemlich übersichtlich und ziemlich schön gelöst. Man sieht hier aus der Übernahme der Daten, dass ich im letzten Quartal einen Umsatz von 11.900 € gemacht habe mit einem Unternehmen, was die Umsatzsteueridentifikationsnummer hat, EE und so weiter. EE steht für Estland, könnt ihr auch googeln, wenn ihr euch da nicht sicher seid. Länderkürzel, Umsatzsteuer-ID, dann findet ihr grundsätzlich alle Länderkürzel. Und es ist eine sonstige Leistung, also es war eine Dienstleistung, eine Beratungsleistung. Das war in diesem Quartal natürlich anders und deswegen gehe ich hier einmal auf Bearbeiten. Und dann kann ich hier die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Geschäftspartners bearbeiten. Und das ist auch wichtig, du brauchst unbedingt die Umsatzsteueridentifikationsnummer deines Geschäftspartners. Die musst du übrigens auch auf deine Rechnung an Unternehmen im EU-Ausland schon schreiben. Das heißt, du brauchst unbedingt, bevor du Geschäftsbeziehungen hast und bevor du eine Rechnung schreibst an ein Unternehmen im anderen EU-Land, brauchst du deren Umsatzsteueridentifikationsnummer. Und du bist auch rechtlich dafür haftbar, dass die richtig ist. Also das musst du wirklich sicherstellen. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum die Umsatzsteueridentifikationsnummer immer im Impressum angegeben sein muss. Das heißt, wenn du eine hast, schreib sie bitte ins Impressum, sonst kannst du leider durchaus abgemahnt werden. Aber wenn du nicht genau weißt, wie die Umsatzsteuer-ID von deinen Kunden ist, schau einfach bei denen im Impressum nach. Wenn ich jetzt sage, okay, was habe ich denn im ersten Quartal 2022 an Umsätzen gemacht? Ich hatte eine Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen aus Österreich und zwar AT für Österreich und dann die Nummer. Ist jetzt natürlich ausgedacht. AT 1234678 und zwar einen Umsatz von 5.000 €. Und dann kann ich hier auswählen, was war's. Dreiecksgeschäft ist genau das, was ich in diesem Video ein bisschen ausklammern wollte, hat was mit Warenlieferung zu tun, komplexer umsatzsteuerlicher Fall. Das heißt, wenn du Versandhandel machst, solltest du dich mit dem Thema Dreiecksgeschäft unbedingt beschäftigen. Hier sprengt das ein bisschen den Rahmen. Und dann hast du eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder die innergemeinschaftliche Lieferung, also den normalen Warenverkehr an einen Kunden oder eine sonstige Leistung als Dienstleister, als Berater, als Coach, als was auch immer, alles, was keine Warenlieferung ist, ist quasi denn die sonstige Leistung, ist bei mir der Fall. Es war eine Beratungsleistung an ein Unternehmen in Österreich und dann klicke ich auf Okay. Und damit habe ich die Umsätze aufgeführt. Hier kannst du natürlich noch weitere hinzufügen. Also wenn du jetzt 5 verschiedene Unternehmen hattest in dem Quartal, dann trägst du hier alle 5 Umsätze ein. Und dann gehe ich auf den nächsten Schritt prüfen. Hier steht schon mal, es sind keine Fehler vorhanden. Aber es gibt einen Hinweis. Und zwar den Hinweis kann ich mir anschauen, wenn ich hier links einmal drauf gehe. Und da steht, die von Ihnen eingegebene Umsatzsteueridentifikationsnummer ist unschlüssig. Bitte überprüfen und korrigieren Sie Ihre Eingabe gegebenenfalls. Es überrascht mich ehrlicherweise, dass AT 1234678 unschlüssig ist. Ist natürlich jetzt nur eine Zahl, die ich mir ausgedacht habe. Wenn du hier die richtige Umsatzsteueridentifikationsnummer von deinen Kunden verwendest, kriegst du den Hinweis natürlich nicht und kannst sorgenlos auf Weiterklicken. Und im letzten Schritt siehst du dann auch nochmal die Übersicht, also die Zusammenfassung der zusammenfassenden Meldung mit allen Informationen, die du angegeben hast. Kannst das noch einmal kontrollieren und siehst hier auch die Liste der Meldedaten. Und wenn das soweit richtig ist, kannst du hier auf Absenden klicken und deine zusammenfassende Meldung ist erledigt. Ich hoffe, mit dieser kurzen Anleitung bist du jetzt bestens gerüstet, um auch deine zusammenfassende Meldung abzugeben. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann findest du unter diesem Video einen Kommentarbereich, der nur auf deine Frage wartet. Wenn du sagst, ach nee, zusammenfassende Meldung, noch mehr, habe ich überhaupt keine Lust drauf, dann solltest du es einfach nicht machen und es an einen Steuerberater abgeben. Zum Beispiel an uns. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und wir machen dir zum Beispiel deine zusammenfassende Meldung, aber auch alles andere. Buchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung, Umsatzsteuererklärung, Gewerbesteuererklärung, Einkommensteuererklärung, alles, was du eigentlich brauchst an laufenden Erklärungen und Anmeldungen, können wir für dich übernehmen.
Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau aber auch unbedingt in unserer Online-Community vorbei, da kannst du auch gerne alle Fragen zur zusammenfassenden Meldung und zur Elster Online stellen. Wie du dich anmelden kannst, erkläre ich dir in diesem Video. Oder schau unsere weiteren Elster Online-Tutorials an, zum Beispiel dieses hier.